willkommen zurück zu Craft Mine, SMP, ich bin gerade in der Mesa, ich bin in eine Höhle reingegangen, ich habe ein bisschen Gold gefunden und sieht ja recht interessant aus, deswegen überlege ich, ob ich hier einfach noch ein bisschen Gold mitnehme. Könnten wir ein bisschen bargern und so. Was da wäre? In Wii war auch Wirbelwind. Ich weiß noch, wie ich mich früher mit meinem Cousin da so vor hingesetzt habe. Und weil wir beide recht schlecht waren im Spiel, haben wir einfach Tornado genommen. Und wir haben die Wii-Fernbedienung geschüttelt, als wenn es ein 3DS wäre, wo du gratis fucking Medaillen bekommst. Goldmünzen. Ja, jedenfalls, du weißt, was ich meine. Du kennst genau diese Situation. Ah! Oh mein Gott! Okay, du bist doch ein Zombie-Villager, aber schade. Da ist ein Zombie-Villager runtergedroppt und mich weggenockt. So, jetzt möchte ich erstmal wieder hochkommen. Schade. Mit dir will ich nicht reden. Nö. So kannst du keine Goodbye Points farmen. So oder so. Na? Das sind doch die Goodbye Points. Was ist denn der andere Name? Ah, es wird Nacht. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr da unten reingehen in die Mine, aber gleichzeitig. Ich will weiter. Ich will das Ding finden. Und die Mesa ist. Ja, die ist halt da. Ah, ich will spüren hier dran. Fuck. Ja, start mal kurz, rette die Krone. Warum gibt sowas auf der Switch nicht? Warum Water Down? Du sagst es so herabwertend, als wenn die Wii U in dem Sinne besser gewesen wäre. Bei der Wii U? Was waren da nochmal für konsoleneigene Minigames und so? Na, dieses Ding, natürlich. Fucking Miiverse. Das war eine Social Media Plattform von einem Wii. Von der Wii U. Ich weiß nicht, ob du da auch auf von 3DS und so aus drauf konntest, aber ich glaube nicht. Ah ne, das einzige, was du auf der Wii U hattest, war Miiverse und der Mii Maker. Das war alles, was davon eigen war, so. Da waren keine Minigames und so.
Ja. Dafür hat die Switch aber ein paar Meta-Dinger. Im Sinne von, yo, du kannst ändern, was welcher Button macht auf deinem Controller. Du könntest legit den Stick auf die fucking ABXY-Buttons packen. Korrekt, aber die Switch ist in jeder Hinsicht eine bessere Konsole. Ich meine, ich bin auch recht sad darüber, dass halt diese Konsolen eigene Minigames bei der Switch gar nicht vertreten waren. Aber ich finde so diese Meta-Sachen und die Quality of Life-Dinger, die sie da haben, sind amazing. Ich finde, dass dieser Meta-Level irgendwie so halbwegs verfolgt wurde, ist tatsächlich überraschend angenehm. Okay, wie war ich jetzt wieder raus? Ich habe einen Minenschacht gefunden, aber der ist irgendwie trash. Nee, das ist Bullshit. Jo, hier gibt's Dampfleinen. Da. Übrigens ist die Mesa. Da ist noch eine. Die hat eine ganz weirde Form. Wer ist es nochmal? Ich schreibe mal Mesa ein. Müssen wir. Hallo, Pop. Wie? Mami? Mais. Who fucks him? Was? Who wants it? $19 Fortnite card. No, that's homosexual. You just said you were going to fuck my ass. How? Why? No. No, you can't talk yourself out of this. Nein. I'm going to support that single person that speaks English natively that watches this video. Hell, I mean you. I don't know who the fuck you are, but you are somebody. 8 Minuten, 9 Minuten. Tja. Pech. Bitte ihr Message nicht hören. Übrigens, das ist Badlands. Wooded Badlands sogar. Ja. Ne, warum? Ich hab keinen Nachteil. Bitch. Ja, und? Bro, Chancen. Chancenmaximierung. Etwas, was man in Isaac macht. Hä? Ich hab nur von dem einen geredet. Hä? Spielst du?
Da spielst du nicht nur jeden Tag, da spielst du sogar jeden zweiten Tag. Ja. Ich komme nicht mehr aus dem Badlands raus. Es ist alles nur noch Badlands. Wie groß sind die schon? Oh mein Gott, das ist ein riesiges Biom. Es streckt sich bestimmt schon über 1000 Blöcke. Ja, es streckt sich über so 1000 Blöcke Minimum. Wo ist der warme Ozean? Oh, damn. Wait, hier ist ein random Waypoint. Den Rest. What? Wir haben keine Form von guter Rüstung. Warum? Wir haben nicht mal genug, um uns konstant Diamond Tools zu machen und so. Das ist ein Viertel weg. Das ist ein Viertel, was da fehlt, drüber. What the fuck ist hier vorne passiert? Wow. Okay. Nein, das wird ein Screenshot. Yo. Oh. Das wirst du auch noch ein Primordial machen müssen. Okay, ja, ich hab grad ein... Oh mein Gott. Ich habe gerade ein extrem cooles Höhlensystem gefunden. Holy shit. Mesa Sick Cave. Ja, die ist... Yo, ho. Und der Eingang ist... Damn. Ist das ein Ozean? Ist das ein Ozean? Bitte sei warm, Der sieht nicht warm aus, Es ist immer noch River. Wie zur Hölle ist das so ein großes Stück Wasser? Und es ist nur ein River. Oh, das ist ein sicker Berg. Der Berg ist sick. I'm gonna cry my ass out. Gonna cry ass. Wollte ich soll nicht auch noch kommen? Oh! Yeah! Okay. Willst du raten, was ich gerade gefunden habe?
Möchtest du raten, was ich gerade gefunden habe? Ich habe einen Korallenriff gefunden. Das fick dich. Okay. Ich muss irgendwas... Ich mache hier einen Waystone, weil ich habe zwei eben noch unterwegs gefunden. Ich habe meinen Dings-Cutter nicht dabei. Okay. Ich mache einfach Sensor. Ah, das war eine dumme Idee. Egal. Ja. Okay, ich kann... So, das werde ich das Mesa Reef nennen. Willst du noch ganz unauffällig herkommen und dir den Teleporter abholen? Oder möchtest du zwischen den Folgen die 5400 Blöcke vom Monument laufen? Okay. Yeah. Okay, ich muss jetzt erstmal was gucken. Konnte ich euch so abbauen? Ja. Auch? Konnte ich euch so abbauen? Nein. Okay. Ich brauche, soweit ich weiß, Silk Touch. Ja, oder machen wir es auch gleich zwischen den Folgen? Ich meine, oh, nee, ja, machen wir das jetzt gleich noch. Na. Ah, oh, es ist so ein gutes Gefühl, es endlich gefunden zu haben. Weißt du was, ich mache dann gleich einfach erstmal die Pickles und dann passt das. Davon habe ich jetzt gleich circa einen halben Stack. Und hier sind auch tropische Fische. Weil wir davon noch nicht genug haben. Was ist die Silk Touch? Ich hatte noch eine Spitzhacke unten bei dem, wie heißt's? Bei den Baukisten da. Vom Aquarium. Nee, ich hab die da reingelegt gehabt. Weil ich die halt dabei hatte. Okay. Gut, dann. Thank you. Anyway. Hier hast du ein weirdes Deutschland. Das ist Dänemark. Übrigens, deine Hose fällt. Mit dem Aquarium. Was jetzt? Der Perry oben drauf. Sache ist, du wirst später auf seinem Rücken stehen können und dann noch über Wasser sein, weil das Wasser geht bis zu dem Glas hier ganz oben. Nein.
das bringt die Axolotl ein wenig zum Buggen. Deswegen haben die auch in dem zweiten Aquarium sind die nur die ganze Zeit im Kreis geschwommen. Die können kein... Die müssen Zugang zur Luft haben. Soweit ich weiß. Warte. Kann ich die Pickles am Wasser platzieren? Ja. Wenn ich die jetzt so platziere und dann... Okay, da kommt das Ding einfach raus und das war's. Dann take the change. Lang genug mittlerweile, würde ich sagen.